10. Dezember ist inzwischen angebrochen und damit öffne ich 3 weitere Stunde der Wächterpacks. Ich werde auch, heute mache ich mal die Echo des Donners Packs. Echo des Donners habe ich nie in echt geöffnet, deswegen bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Es könnte ruhig wieder ein bisschen besser laufen, in den ersten Folgen lief es verdammt gut. Inzwischen wirklich nicht mehr so. Pepek, Disco Hopspross, ein Evoli, ein Eisbär mit Rotz an der Nase, eine Metallameise. Das Symbol da drauf ist von Typ Kampf, wollte ich mal anmerken. Scaraborn, Hubelup, also gleich hier die Weiterentwicklung. Ein Hundustar Reverse. Und die erste Rare für heute ist... Oh, immerhin Shaman Holo. Shaman ist cool. Yeah. Na dann. Mein Shaman. Was kann man daran nicht mögen? Immer. Chanera, Hachirisu, Robal. Ein komisches Alola da. Ein ganz, ganz komisches Geckerbohr. Ein Beutel. Das ist ein Ding, das gerade Wolle ist. Ich will dich nicht stören. Ein Specht, der gerade ein Kamehameha abfeuert? Hä? Was haben die sich bei dem Artwork gedacht? Ja. Was haben die sich bei meinen Packs gedacht? Oh, aber das ist ein altes Design tatsächlich. Das hier. Das gab es früher schon mal. Rechts sieht man da in Teil 1 des Panzer Erons und links von einem Lugia. Die drei Karten gehören zusammen und ergeben ein vollständiges Bild. Und das ist eigentlich eine sehr alte Karte. Deswegen ganz cool, aber... Warte, ein Pack gibt es heute ja sogar noch. Komm, Stunde der Wächter kriegt nochmal eine Chance. Und... Lohnt es sich, dir eine Chance zu geben? 2 Rare-Karten. Iguana ist eigentlich ganz cool. Ein fliegendes Stück Metall mit einem Auge. Eine riesige Qualle. Eine fliegende asiatische Lampe. Ein Baum aus Stein. Ein tanzender Vogel. Und zum krönenden Abschluss dieser Folge... Noch ein tanzender Vogel! Eine Frage. Was war gerade nochmal meine zweite Rare? Egal, war scheiße. Hoffentlich läuft es nächstes Mal besser.